von der Region für die Region. Hallo und herzlich willkommen aus dem Kufstein TV Studio. Schön, euch wieder begrüßen zu dürfen. Wir haben für euch wieder viele neue Themen aufbereitet und dies ist unser Wochenprogramm. Ein erneut schneearmer Winter im Bezirk. Wir begaben uns auf Ursachenforschung. An der HLW Kufstein wurde kürzlich zum Blutspenden aufgerufen. Doch wie wichtig ist das Blutspenden? Vorhang auf für den Nachwuchs. QTV zu Gast beim Kindertheaterkurs. Eine Studierendengruppe der Fachhochschule widmete sich mit ihrem Projekt der jenischen Volksgruppe. Warum wird es nicht mehr richtig Winter? Nach vielen schneearmen Wochen stellt sich wohl so mancher diese Frage. Doch ist tatsächlich was dran an der Auswirkung des Klimawandels oder ist vieles dann doch nur Einbildung? Wir haben nachgeforscht. Persona's all is hopeless in the game now. The round of culture flow through those who chase the same cloud. The power flowing through the industry got this congested. I match that cell if they fit the pen in. Fuck who they pick as freshmen. I SMS it, DM and it, double send it till they get the message. Schneelage in Tirol enttäuscht Winterliebhaber ganz besonders. Statt malerisch weißer Kulisse bleibt oft nur der Blick auf sattes Grün. Über den schneearmen Winter macht sich so mancher seine Gedanken. Das ist wie im Frühjahr. Das ist wie im Frühjahr, das ist wie Mitte März, die schönste Skizeit. Nur halt jetzt schon Mitte Februar. Natürlich ist das fein, aber eigentlich gehört es anders. Solche Winter hat es schon ab und zu mal gegeben, ja, oder? Finde ich auch. Früher, wir sind ja keiner zu der älteren Generation. Solche milden und wenig Schnee hat es immer wieder mal gegeben. Und dann gab es wieder mal einen Winter, wo ausreichend Schnee war. Es wird wieder kalte Winter geben, das haben wir schon alles gehabt. Ich weiß, wir sind seit 1970 in Österreich, sprich in Tirol, in Kufstein. Und da hat sich aber wieder das Wetter geändert. Wir haben uns bei Konstantin Brandes, Meteorologe in der Unwetterzentrale von UbiMet, über den laufenden Winter erkundigt. Ja, also wir haben auf jeden Fall deutlich weniger Schnee als im langjährigen Mittel. Wir brauchen jetzt uns nur mal die Landeshauptstadt Innsbruck anschauen. Dort gab es bis dato, der Winter ist ja jetzt so gut wie zu Ende, rund 26 Tage mit einer Schneedecke, mit einer geschlossenen Schneedecke. Ja, das klingt auf den ersten Moment zwar relativ viel, aber man muss sich in Erinnerung rufen, dass das langjährige Mittel in Innsbruck bei 52 Tagen liegt. Das heißt, doppelt so viele Tage mit Schneedecke sollte es dort eigentlich geben. Wir haben eben dort eine Abweichung um 50%. Aufnahmen aus dem Archiv zeigen, dass der Winter Ende der 90er Jahre andere Launen hatte. Hier herrschte im Kufsteiner Gemeindegebiet reges Skifahrvergnügen. Wer auf ein kleines, aber feines Skivergnügen Wert legt, dem stehen die Abfahrten vom Brentenjoch und der Dux zur Verfügung. Es sind gemütliche Abfahrten, weit weg vom großen Massenbetrieb und bieten vor allem dem Familienskilauf die besten Voraussetzungen. Der frühe Wintereinbruch und vor allem die Kältegrade der letzten Wochen ließen eine optimale Präparierung der Pisten zu. Die Mitarbeiter der Liftgesellschaft sind stetig bemüht, durch Arbeiten rund um die Uhr die Abfahrten bestens in Schuss zu halten. Bei unserem Lokalaugenschein fanden wir einen wunderbaren Schneeteppich vor. Wetterexperte Konstantin Brandes wirft abschließend einen Blick in die Zukunft. Also
zu trockene Winter, wie jetzt der diesjährige. Der diesjährige dürfte so mit 30-40% weniger Niederschlag abschließen als im langjährigen Mittel, also doch deutlich zu trocken. Allerdings muss man schon sagen, dass es in den letzten Jahren, also jetzt seit der Jahrtausendwende waren das konkret sogar 5 Winter, die deutlich zu trocken waren. Das kommt schon immer wieder jetzt mal vor. Das gab es auch früher. Allerdings war früher auch das Temperaturniveau einfach ein deutlich niedrigeres, ein deutlich tieferes. Das heißt, mittlerweile, wenn es den wenigen Niederschlag in einem relativ trockenen Winter gibt, dann fällt er eben oftmals als Regen. Das heißt, Schnee wird immer seltener. Es spielt schon der Klimawandel mit der Rolle, was man sieht, was die alles ins Meer werfen und ja, die Dreckschweindeln. Aber nur Klimawandel würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Ich glaube, es kann niemand verleugnen, dass sich da was ändert. Genau. Es gibt Studien, wonach die Zahl der Schneedeckentage sich seit den 1970er Jahren in tiefen Lagen halbiert hat, also in Lagen unterhalb von 800 Metern. Das wäre jetzt mal das komplette Inntal zum Beispiel. Seit den 70er Jahren, woran sich eben noch einige doch noch erinnern können, hat sich die Zahl der Schneedeckentage eben schon halbiert. Also die Tendenz ist da eindeutig. Ja, und auch wenn wir ein bisschen in die Zukunft blicken, die 0-Grad-Grenze, das ist so ein wichtiger Indikator für den Winter. Wo liegt die im Winter durchschnittlich? Die liegt momentan so bei circa 850 Meter, also ziemlich genau auf der Höhe von Reute ungefähr. Das ist so die 0-Grad-Grenze. Und wenn wir da die Projektionen für die Zukunft anschauen, da dürfte sie bis zur Mitte des Jahrhunderts, also bis zum Jahr 2050, dürfte sie auf ziemlich genau 1200 bis 1500 Meter wahrscheinlich ansteigen, also doch um einige hundert Höhenmeter nach oben. Ja, und die pessimistischen Modelle für das Ende des Jahrhunderts, also Richtung Jahr 2100, die sehen sogar einen Anstieg der 0-Grad-Grenze der durchschnittlichen auf 1600 bis 1900 Meter. Also da wird es dann in tiefen Lagen mit Schnee immer unwahrscheinlicher, immer weniger. Ja, und selbst in den Mittelgebirgslagen wird es mit Schnee deutlich zurückgehen. Und wirklich Schneesicherheit und wirklich ausreichend Schnee, den dürfte man dann wahrscheinlich wirklich nur noch im Hochgebirge haben. Natürlich hat es jetzt alle paar Jahre mal so einen Ausreißer gegeben, aber prinzipiell glaube ich sehr wohl an den Klimawandel. Also seit ich Wintersport betreibe, gab es gute und schlechte Winter. Ein heuer ist ein schlechter Winter auf jeden Fall. Nach diesen schneearmen Wochen bleibt, wie so oft, nur die Hoffnung auf den kommenden Winter. Ob nach einem Unfall, bei einer Geburt oder für Patienten mit einer schweren Krankheit. In Österreich wird alle 90 Sekunden eine Blutkonserve benötigt. Schülerinnen der HLW Kufstein trugen ihren Teil dazu bei und hofften bei der selbstorganisierten Blutspendenaktion auf zahlreiche Teilnehmer. Nächste Woche auf QTV. Im Rahmen eines Projektes für Unternehmens- und Dienstleistungsmanagement arrangierten Schülerinnen der HLWFW Kufstein kürzlich ihre eigene Blutspendeaktion. Von der Gestaltung für Plakate und Flyer über die Vermarktung des Events bis hin zur Organisation eines Buffets kam viel Arbeit auf die 16- bis 17-jährigen Damen zu. Der Ablauf war dabei gut strukturiert. Heute findet unsere Blutspende statt. Und ja, als erstes gehen wir zur Anmeldung und danach werden wir weitergeschickt in unseren Raum, wo man alles ausfüllt. Und danach hat man ein Gespräch und danach geht es gleich zur Blutspende. Und zum Schluss gibt es noch ein Buffet an unserer Schule und das haben wir alles selber organisiert. Und bei uns gibt es ganz viele verschiedene Sachen, viel herzhafte Sachen, aber auch viel süße. Wir haben zum Beispiel Schokogroissants oder Nussschnecken, aber auch ein Fleischkäse oder ein Schnitzelsemi. Mit ihrer Veranstaltung erregten die Schülerinnen Aufmerksamkeit für ein wichtiges Thema. Ja, also das Blutspenden ist deswegen wichtig, weil es natürlich immer wieder Menschen gibt, die das Blut brauchen. Also entweder, weil sie einen Unfall gehabt haben oder weil sie eine Operation haben. Und genau. Und wir sind quasi vom Roten Kreuz, vom Blutspenden in Tirol, in ganz Tirol unterwegs und heute sind wir eben da in Kufstein. Es ist an und für sich sehr egoistisch. Wir brauchen dieses Blut. Wir wissen ja nicht, ob es dann für uns ist, aber es ist dann auch für einen selber, wenn man etwas hat, eine Operation oder sonst ein medizinischer Notfall, auch Notfall in der Familie. Es ist an und für sich etwas Soziales, wo man sagen muss, ja, das machen wir jetzt. Um selbst Blutspender zu werden, muss man zuerst einige Voraussetzungen erfüllen.
ist so, dass man bei uns also Blut spenden kann, wenn man mindestens 50 Kilogramm hat. Es werden dann ein paar Teste am Anfang gemacht. Es wird der Hämoglobinwert bestimmt, der Blutdruck wird bestimmt und die Körpertemperatur wird bestimmt. Also man darf quasi nicht krank sein oder Fieber haben oder einfach irgendwelche Krankheiten haben. Das wird dann auch nachher nochmal abgeklärt im Rahmen einer Anamnese beim Arzt oder bei der Ärztin. Genau. Und dann wird man quasi zur Blutspende zugelassen und das Prozedere ist dann das, es dauert dann ungefähr 5 bis 10 Minuten und wir nehmen 450 Milliliter Blut ab. Neben der Möglichkeit, mit seinem Blut Leben zu retten, ergibt sich für den Spender auch ein eigener Nutzen. Ja, es gibt schon einen Vorteil auch für die Blutspender und zwar bekommen die einen Blutspendeausweis zugeschickt und sie bekommen auch immer die ganzen aktuellen Testergebnisse zugeschickt, die einfach gemacht werden, um zu wissen, dass das Blut in Ordnung ist für die Patienten, die dann das Blut bekommen und dort bekommen dann alle Blutspender auch die Ergebnisse zugeschickt. Die Auswirkung auf den Körper des Spenders ist also durchwegs positiv. Es regt die eigene Blutproduktion wieder an und es wird alles auch innerhalb von wenigen Stunden wieder nachgebildet. Das Einzige, was länger dauert, ist die Nachbildung der roten Blutkörperchen, der Erythrozyten. Das dauert ungefähr 3 bis 6 Wochen und das ist auch der Grund dafür, warum man immer mindestens 8 Wochen warten muss zwischen 2 Blutspenden. Die Blutspendeaktion in der HLWFW war ein voller Erfolg. Insgesamt kamen über 200 Blutspender dem Aufruf der Schülerinnen nach. Darunter 6 Erstspender. Im Rahmen der wunderlichen Kulturtage gastiert das Bläserensemble Federspiel am 25. Februar im Kulturquartier Kufstein. Hier ist der Name Programm. Leicht wie eine Feder bewegen sich die Musiker mit ihren Blasinstrumenten zwischen verschiedenen Genres. Manchmal still und samtig weich, im nächsten Moment wieder dramatisch und mächtig. Die wunderlichen Kulturtage. Mehr Programm und Infos zum Verein Wunderlich auf deren Webseite. Das letzte Kindertheater dann für heuer wird die Geschichte von Elio mit dem geheimnisvollen Koffer sein. Auch das ist so eine Reise, ein bisschen eine fantastische oder Reise in der Fantasiewelt, aber rund um die Welt und alles kindergerecht aufbereitet. Das sind als Kindertheaterformationen, mit denen wir eigentlich schon sehr lang zusammenarbeiten. Die Charlotte ist da verantwortlich auch für das Programm und es sind die Leute, die für uns am besten das für die Kinder aufbereiten und den direktesten Zugang auch zu diesem jungen Publikum haben. In Kufstein läutet die Lügenglocke. Die Kufsteiner Heimatbühne lädt am 2. Februar zur Premiere ihres neuen Stücks Die Lügenglocke ins Kulturquartier Kufstein. Ein lustiger Abend steht bevor, wenn der Bürgermeister den Gemeinderat in sein Wirtshaus beruft. Mit viel Freundalwirtschaft soll eine neue Diskothek eröffnet werden. Doch dann kommt die Hiobsbotschaft des Pfarrers, der um eine Spende für die marode Kirchturmglocke bittet. Lumpazi Vagabundus. Zauberposse in 2 Akten. Von Johann N. Nestroy. Modernisiert und inszeniert von Angelika Klaubauf und Team. Vom Brixlecker Theaterverein im Theater Brixleck. Karten und weitere Informationen gibt's auf www.theater-brixleck.at. Der Kulturverein Klangfarben präsentiert ein besonderes Schmankerl in Sachen Global Music. JMO. Das sind 3 Musiker aus Israel, der Schweiz und dem Senegal, die mit ihrem internationalen Sound Grenzen überschreiten und ihre Zuhörer inspirieren. Lasst euch von diesem besonderen Flair in den Bann ziehen. Am 4. März in der Kulturfabrik Kufstein. Junge Schauspieltalente werden beim Kindertheaterkurs in Kufstein gesucht. Die Verantwortlichen von Lebensmittelpunkt entwickeln derzeit zusammen mit den Kindern ein eigenes Bühnenstück. Und QTV durfte bei der Entstehung dabei sein. Danach kommen wir zu den ausgewachsenen Stars mit dem Kinotipp der Woche. Der Verein Lebensmittelpunkt in Kufstein bietet regelmäßig einen Theaterkurs für Kinder an. 6- bis 10-Jährige können sich hierbei nicht nur austoben, sondern haben auch die Möglichkeit, ihren eigenen kreativen Input mit einzubringen.
Wir machen Spiele. In der ersten halben Stunde machen wir immer Spiele, die aufwärmen, die fröhlich machen, die lockern. Wir tanzen auch ein bisschen. Und dann in der zweiten Hälfte der Sitzung basteln wir an unserem Stück. Weil ich mache die Stücke immer selber mit den Kindern zusammen. Also ich gehe nicht dahin und sage, ich möchte dieses Stück spielen oder dieses Märchen, sondern ich entwickle das mit den Kindern. Du schleichst außen rum und jetzt habe ich es. Und dann die Feli verwickelt den Rio und den Peter in das Gespräch. Und die Feli ist mit dabei. Ja, natürlich, ihr seid alle mit dabei. Ihr könnt dann auch alle mitreden. Aber irgendwann schnappt sich die Lucia, jetzt habe ich es. Und das ist natürlich nicht so einfach und ein bisschen mühsam und zirkt sie. Aber es kommt dann wirklich von den Kindern, natürlich auch von mir, ist ja klar. Aber es ist dann eine Gemeinschaftssache. Und das finde ich einfach wahnsinnig spannend, was da dann am Ende rauskommt. Denn am Ende landet es immer bei irgendeinem Stück. Sondern ich würde es erstmal verstecken. Na, das möchte ich aber, dass du dann da stehst mit einer Trophäe und sagst, ha, ich hab's wieder. Ja? Wie eine Freiheitsstatue. Bravo. Bei mir gefällt am besten beim Theaterspielen, dass wir alle gemeinsam was Cooles machen, dass wir viel Spaß haben. Mein Ziel ist es ja, Schauspielerin in Filmen zu werden. Und da macht ihr halt gerne ein bisschen normales Theater. Dann, wenn ich erwachsen bin, da der halt Schauspielern starten. Was ich jetzt anfassen? Ein Zettel. Schauspiellehrerin Sabine Lechenmeier benötigt beim Umgang mit den Kids spezielles Fingerspitzengefühl. Naja, sagen wir mal, sie äußern sich schnell, wenn ihnen was nicht passt oder wenn sie sich unwohl fühlen. Oder man merkt es einfach. Ich meine, Kinder sind ja keine Profis, du kannst ihnen nicht sagen, jetzt spiele eine Eifersuchtsszene oder so, sondern du merkst sofort, wenn was nicht stimmt, wenn was an meinen Anweisungen nicht klar genug ist, wenn sie schwimmen oder wenn es einfach keinen Bock kommt, gibt's ja auch. Also da musst du halt einfach sehr flexibel sein. Also heute sind sie wahnsinnig aufgezogen, die Kamera ist da, wenn man merkt. Da muss man eher schauen, dass man so ein bisschen runterbringt. Und wieder ruhige Spiele macht, die habt ihr jetzt ja noch gar nicht gesehen, aber die gibt es natürlich auch. Und dann kommt es auch wieder ganz lustlos und dann musst du es erst ein bisschen hochpushen. Und ja, man muss flexibel sein, wie gesagt. Und es sind auch nicht immer alle da, dann musst du auch darauf wieder reagieren, die Chemie ist dann wieder anders. Also, anspruchsvoll. Der Theaterkurs fördert die Wahrnehmung und Sensibilität der Kinder und trainiert den bewussten Einsatz von Körper, Stimme und Sprache. Also ich finde es cool, dass wir immer so coole Sachen machen und dass wir halt uns von innen so herzahlen können und halt uns halt ein bisschen austoben können und halt ein bisschen schauspielen halt. Es ist cool. Ich mache wirklich schon sehr lang Kindertheater. Ich komme ja aus dem Theater und aus der Schule und habe also diese beiden Berufswege miteinander verbunden. Und es ist eigentlich jedes Mal wieder etwas Neues. Es macht jedes Mal wieder Spaß. Die Gruppen sind total verschieden, total verschieden. Und das ist spannend. Das ist spannend, dass da jedes Mal ein ganz neues Stück rauskommt. Auch das Kindertheater freut sich über neue Talente. Reinschnuppern? Ausdrücklich erwünscht. Bis zum nächsten Mal! Nächste Woche auf QTV? Vergiss dein Basenpulver nicht, sonst gibt's wieder Sodbrennen. Nein, vergiss ich nicht. Du musst dich schon mehr durchsetzen gegen deine Eltern. Die sagen ein Wort und du springst sofort. Ich spring überhaupt nicht gleich, wenn die was sagen. Mama? Ich bin gleich da. Wir müssen es ihm sagen. Was soll ich ihm sagen, was er bei einem Urlaubsflirt mit einem Hippie in Griechenland entstanden ist? Hab genug von euren Lügen. Bin in Griechenland. Alles Böder! Der Notar kommt gleich. Na, das ist jetzt aber nicht wahr. Ja, was? Johannes. Sonst hat dir dein Papa nichts hinterlassen. Österreicher will halt nicht mit Geld umgehen. Na ja, aber es ist unser eigenes. Ich bin die Verlobte von Johannes Hofbauer. Er hat gar nicht gesagt, er hat Verlobte.
Mein Vater hat sich gewünscht, dass ich seine Asche mehr verstreue. Langsam, langsam. Du bist in Griechenland. Wir machen ein großes Feuer. Ihr verbrennt meinen Vater sicher nicht. Der letzte Sommer war sehr schön. Du erinnerst mich sehr an deinen Papa. Er hat immer gesagt, es ist nicht wichtig, dass man hat Erfolg, sondern womit. In Griechenland jede Menge weiß. Was mir fehlt, ist du. Weißt aber schon, dass ich verloren bin, oder Alex? Aber nicht verheiratet. Wann bleib ich dann dort? Was soll es liegen und stehen? Die Cinderella ist wieder da. Die schönste Frau von der Kommune. Kommune? Heißt das, ich bin bei so einer Rudelgeschichte entstanden? Wie viele Jahre haben noch vergehen? Jetzt rede ich, Mama. Was heißt das? Dora, Milau, go, Mama. Jenische sind eine Bevölkerungsminderheit, die in ganz Europa beheimatet sind und unter anderem auch in Österreich um Anerkennung kämpfen. Das Praxisprojekt einer Studierendengruppe der FH Kufstein lenkte kürzlich Aufmerksamkeit auf diese Thematik. Davor heißt es jedoch volle Aufmerksamkeit für die Werbung. Now we will open the box, show you the components, and explain to you a step-by-step on how to use them. I'll leave it on for about 20 minutes. He vitalizes serum to the scalp and I massage it in. Unter dem Titel Kulturerlebnis Jenische inszenierten Studierende der FH Kufstein ihr heuriges Praxisprojekt mit dem Gedanken an eine Bevölkerungsminderheit. Uns ist wichtig, unterrepräsentierte Themen an die Oberfläche zu bringen und Bewusstsein zu schaffen. Und dadurch sind wir auf die Minderheit der Jenischen gekommen und das war uns wichtig, denen eine Bühne zu bieten. Wir haben den Namen Jenischen oft gesagt oder den Begriff und uns ist aufgefallen, dass es viele nicht kannten. Und jetzt haben wir uns gedacht, da steckt so eine tiefe Geschichte mit Tirol und den Jenischen, dass es eigentlich wichtig ist, dass das an die Oberfläche gehört. Die Studierendengruppe konnte bereits im Vorfeld auf Unterstützung aus dem jenischen Umfeld zählen. Der Marco und ich, wir haben gemeinsam im November 2021 einen Verein gegründet, Jenische in Österreich, ein Verein zur Anerkennung der Jenischen in Österreich und in Europa. Und seither sind wir einfach auch politisch unterwegs und versuchen irgendwie diese Anerkennung durchzubringen in Österreich. Anlass für diese Tätigkeit ist, dass das im Regierungsprogramm steht und wir natürlich gern hätten, dass die Regierung das auch umsetzt. Es ist schon auch sehr schlimme Familiengeschichten gewesen, die dann auch im Gedächtnis bleiben und die dann auch als Mensch, der mit dem nichts zu tun hat oder wenig zu tun hat, dann auch prägen. Die Veranstaltung umfasste neben Lesungen und Diskussionen auch Vorträge wie den von Universitätsprofessor Horst Schreiber. Auch bei der Gruppe der Jenischen bot die Zeit des Nationalsozialismus einfachen Leuten, das heißt Nachbarn und Nachbarinnen, Bürgermeistern, Leuten, die im Land gearbeitet haben, die Möglichkeit, jetzt mit denen, wo der Volkskundler, den ich erwähnt habe, ja schon die Ausrottung der Landplage als Wunsch formuliert hat,
Jetzt können alle diese verschiedenen Instanzen oder Denunzianten und Denunziantinnen tätig werden. Und die fordern gegenüber der Zentralbehörde in Berlin einen viel härteren, viel schnelleren Zugriff gegen die Jenischen. Vielleicht nur ein Beispiel vom Kommandeur der Gendarmerie des Gaues Tirol Vorarlberg, der Josef Albert, der war schon voll Ungeduld, dass man schon Mai 1939 hat. Und obwohl schon viele im Konzentrationslager saßen, ging das immer noch zu wenig weit und zu wenig schnell. Und einer seiner Vorschläge, die er ausgearbeitet hat, die dann in die höheren Stellen kamen, die waren, die Jenischen und Zigeuner rücksichtslos in eigenen Arbeitslagern zu sammeln und zur Arbeit zu zwingen. Alle Zigeuner und ähnliche wären ihre frühen Reife entsprechend zeitgerecht unfruchtbar zu machen. Bei mir selber in meiner direkten Familie ist jetzt relativ wenig passiert. Es ist schon immer eine Stigmatisierung gewesen, man ist immer ausgegrenzt worden. Man hat immer gemerkt, man ist anders. Und wenn ich dann ein bisschen weiter in meine Vorfahrengeschichte hineingehe, dann wird es dann schon ein bisschen tragischer. Es sind dann Heimkindergeschichten gewesen, bis hin zur nationalsozialistischen Zeit, wo Menschen dann deportiert worden sind und schlussendlich dann im KZ dann auch umgekommen sind, als asoziale Subjekte. Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass Jenische selber eine mündliche Überlieferungskultur haben. Das hat historisch das Problem, dass wir in unseren Wissensspeichern, also die Institutionen, aus denen wir unser Wissen beziehen, hauptsächlich von der Mehrheitsgesellschaft geprägt sind. Also Jenische kommen dort zwar vor, aber in erster Linie in Akten der Polizei, in Akten der Hoheiten und, also wie man sagen könnte, der Macht, die versucht haben, die jenische Lebensweise zum Verschwinden zu bringen, was kulminiert im Nationalsozialismus, wo es dann bis an die physische Existenz der Jenischen gegangen ist. Dieser Satz im Regierungsprogramm, dass die Prüfung zur Anerkennung vorgesehen ist und die Prüfung als solches für unsere jenische Verwandtschaft, für meine Familie oder für unsere Bevölkerung einfach dahingehend wichtig ist, was einfach ein Respekt zollen ist gegenüber dem, was in der Vergangenheit passiert ist. Vielen Dank fürs Einschalten in dieser Woche. Freut euch schon aufs nächste Mal, wenn wir euch wieder spannende Neuigkeiten rund um die Region präsentieren. Übrigens findet ihr Kufstein TV jetzt auch auf YouTube. Schaut doch mal vorbei und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Von der Region für die Region.